katholischer Ordenslehrer muss lange in Haft. Es ist das erste Urteil im weitreichenden Missbrauchsskandal um den Orden der Maristenbrüder. Ein spanischer Lehrer muss für mehr als 20 Jahre ins Gefängnis. Er soll mehrere minderjährige Schüler sexuell missbraucht haben. Seine Taten entschuldigt er mit der eigenen Vergangenheit. Ein spanisches Gericht hat einen ehemaligen Lehrer an einer katholischen Ordensschule wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Nach dem Urteil der Richter in Barcelona muss Joaquín Benítez für 21 Jahre und 9 Monate ins Gefängnis. Er wurde in 4 Fällen für schuldig befunden. Außerdem muss er insgesamt 120.000 Euro an 4 Opfer zahlen. Sollte er zahlungsunfähig sein, muss der Orden einspringen. Das Urteil ist das erste in einem weitläufigen Missbrauchsskandal um Schulen des Ordens der Maristenbrüder. Der Skandal war 2016 ans Licht gekommen. Insgesamt wurden 12 Lehrer beschuldigt. Benítez hatte fast 30 Jahre an einer Schule der Maristen in Barcelona unterrichtet. In seinem Büro habe er eine Liege gehabt, auf der er seine Opfer im Alter von 14 und 15 Jahren sexuell missbraucht habe. Insgesamt hatten 17 ehemalige Schüler Vorwürfe erhoben. Der Angeklagte hatte im Prozess